Auf Jonah Hill prasselt eine Welle der Anschuldigungen ein. Rund ein Jahr geht der Schauspieler von 2021 bis 2022 mit seiner Kollegin Sarah Brady durchs Leben. Doch ihre Romanze verläuft offenbar nicht sonderlich positiv. Denn Sarah erhebt schwere Vorwürfe gegen den Don't Look Up-Star. So bezeichnet die Surferin ihn beispielsweise als frauenfeindlichen Narzisst. Ihm passt es damals angeblich nicht, dass sie Fotos von sich im Netz teilt und mit anderen Männern surft. Dass sie die Anschuldigungen erst so spät publik macht, hat einen bestimmten Grund. Jonas Freundin Olivia Miller ist bis vor wenigen Monaten noch hochschwanger. Ich wollte nicht, dass sie das alles sehen muss, während sie schwanger ist, weil ich nicht wusste, wie viel Stress das für sie und ihr Baby bedeuten würde. Nach Sarah melden sich auch andere Frauen zu Wort. Zoe-101-Star Alexa Nicholas wirft Jonah sogar Belästigung vor. Auch Schauspielerin Bethany Frankel ist nicht gut, auf ihn zu sprechen. Ich war mit Jay Leno in der The Tonight Show und Jonah Hill war der erste Gast. Er war ein minderwertiges Arschloch. Es sind heftige Anschuldigungen, zu denen Jonah bisher aber noch schweigt.